Wir leben in einer gefährlichen Welt. Die Götter, die sie schufen, sind fort. Sie hinterließen Geräte, die unsere Welt ziellos neu formen. Diesen alten Relikten liegt eine rätselhafte Kraft in, die Hymne der Schöpfung. Doch die Hymne lässt sich nicht kontrollieren. Um zu überleben, erfanden unsere Ahnen die Javelins und errichteten feste Mauern. Heute obliegt es einer Gruppe aufopfernder Helden, sich dem Chaos zu stellen und für unser Überleben zu kämpfen. Wir sind Freelancer. Wir stürzen uns in die Gefahr, retten die Verlorenen, bezwingen Monster und dämmen die schrecklichen Cataclysms der Hymne ein. Doch nicht alle Cataclysms sind gleich. Und selbst Freelancer fürchten sich vor der unbändigen Macht der Hymne. Wir sind da! Näher kommen die Läufer nicht ran! Stimmt! Dann müssen wir wohl fliegen! Perle, hast du gehört? Ja, an alle Teams! Krypta an die Verstärker! Los geht's! Freelancer, wir sind noch weit entfernt vom Kenotaph und der Sturm ist schlimmer als angenommen. Okay, näher kommen wir nicht an das Zentrum, ohne dass der Läufer in Stücke gerissen wird. Los geht's, Freelancer, Anzüge an! Wie verrückt wird die Sache? Keine Ahnung. Hab noch nie so einen großen Cataclysm gesehen. Wow. Langsam, Faye. Ohne unseren Krypta überlebt das keiner von uns. Passt auf euch auf da draußen. Denkt dran, wir sind ein Team. Ich bin direkt bei dir. Okay, Freelancer. Du bist vielleicht neu, aber du wärst nicht hier, wenn du es nicht drauf hättest. Hey, Hörner, was ist? Wartet ihr, bis alles vorbei ist? Los! Ah, ich dachte, du brauchst einen Vorsprung. Okay, wir sehen uns dann beim Kenotaph. Okay, Leute. Verhindern wir, dass dieser Kataklysm weiter wächst und alles tötet. Ich weiß es nicht, Halleck. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Passt mal auf. Ich wäre nicht hier, wenn ich Angst vor diesem Sturm hätte, klar? Das Herz des Zorns ist nichts anderes als eine weitere Gestalterruine. Es ist nur größer. Das ist unser Job. Also gehen wir rein und nehmen es mit den Gruselkreaturen auf, die es uns entgegenspuckt. Und zähmen das Ding zusammen. Auf geht's! Ja! Bereit, Javelin 1? Bereit. Allein stark, gemeinsam stärker. Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu, beziehungsweise herzlich willkommen zu Let's Play, beziehungsweise Let's Test Anthem. Bevor wir uns gleich mit dem guten Gronkh connecten, wie schon bei dem letzten Let's Test, was wir hochgeladen haben, oder noch hochladen werden, ich weiß es gar nicht,
müssen wir hier erstmal ein bisschen Singleplayer spielen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, weibliche Stimme oder männliche Stimme. Ich weiß gar nicht. Wir machen einfach mal... Ach komm, wir bleiben mal diesem Kanal treu. Und machen so wie immer. Hey, hey, kannst du mich hören? Einwandfrei. Das war ein übler Sturz. Wie geht's dir? Erinnerst du dich an die Mission? Ich glaub schon. Wo bin ich? Du bist in einem Kataklysm, einem starken Sturm, das Herz des Zorns. Du musst ihn in seinem Mittelpunkt beruhigen, indem du den Kenotaph einsetzt. Okay. Das Herz des Zorns freigeschaltet. Deinem Team anschließen. Ich muss sagen, also als allererstes Mal, das Game erinnert mich sehr, sehr stark an Mass Effect Andromeda. Aber damit noch nicht genug. Ich muss sagen, es sieht grafisch halt schon richtig, richtig gut aus. Immer noch kritisch. Schnapp dir ein Reparaturkit, wenn du kannst. Ja, guckt euch das mal an. Also da zeigt die Frostbite Engine wirklich wieder alles, was sie drauf hat. Um aufzuschließen. Ja. Sie ist auf den Beinen und unterwegs zu euch. Wie sieht es aus bei dir? Voraussichtliche Ankunftszeit? Keine Ahnung. Faye? Nicht mehr weit, nur noch... Oh, nein. Entschuldigung, kann nicht reden. Gleich wieder da. Was ist los? So, ich habe gerade mal ein bisschen Sound runtergedreht. So, ja, das ist, glaube ich, gut. So, also wie gesagt, die Frostbite Engine zeigt dir halt echt nochmal, was sie drauf hat, ne? Ist schon echt richtig hübsch. So, wir nehmen das Reparaturkit. Bam. Gut. Jetzt hast du wenigstens Teilantrieb. Nice. Das heißt, wir können jetzt hier hochjumpen. Aber wie war das nochmal? In der Beta haben wir das ja auch probiert. Deine Flugsysteme funktionieren noch nicht. Ah, okay. Okay, doppelt Leertaste. Nice. Okay, hier müssen wir hin. Okay. Unserem Team anschließen. Römer versperren mir den Weg. Überreste eines Dominion-Läufers vom Angriff auf die Stadt. Diese Treibstoffkanister sind übrigens explosiv. Ah, okay, alles klar. Dann hat sich das ja von selbst erledigt, wa? Easy going. Okay, da oben müssen wir hin. Ach, du Heilige. Die sind explosiv. Oh, Vorsicht. Viele Tote, Freelancer am Boden, Krypta im Koma. Koma? Weil sie Boah. Die Hymne gehört haben. Wie geht es dir, Faye? Alles okay? Noch. Aber ich höre sie auch. Ich bin echt beeindruckt, ne? Also optisch gesehen ist das echt... Wow. Einfach nur. Muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Guck mal hier, also grafisch sieht das halt schon echt nice aus. Und du siehst den Stil von dem Spiel einfach an, das ist einfach ein BioWare-Game. Man sieht es einfach, finde ich persönlich. Man sieht einfach, dass es ein fucking BioWare-Spiel ist. Wow! Ist das der Undertaker? Ich glaube nicht. So. Ja, ich weiß, aber ich jump hier trotzdem schon mal nach oben. Wow, was ist das denn? Was zum? Hey Miller, ich hab deinen Titan gefunden. Dieser Kataklysm erschafft sie. Boah. Faye, bist du noch da? Ja. Ach du Scheiße. Da sind Freelancer außer Gefecht voraus. Sie senden Notsignale aus. Das sind die von Läufer 2. Ihre Javelins müssen repariert werden. Bring sie in Bewegung. Okay, warte. Hier. Aber, oh, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht. Einmal hoch mit dir, komm. Es sind insgesamt drei. Vorsicht. Sie sind über Nahfunk verbunden. Okay, weil ich nicht mit ihnen verbunden bin, kann ich dich vielleicht nicht führen. Okay, warte, ich weiß nicht, was das ist, was wir hier aufsammeln. Ich nehme es aber trotzdem mal mit. Ich glaube, das ist Munition. Wow. 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 Die da einfach immer aus dem Boden hochjumpen, ne? Bah. Bah. Komisches Krabbelgeviech hier. Spawnen die endlos? Es könnte sein, dass die endlos spawnen.
Ja, es könnte sein, dass die endlos spawnen. Ich glaube, wir gucken mal gerade. Da drüben ist noch einer. So. Was ist das hier? Wow, aua. Ich hole mal gerade den Dings hier hoch. Ui. Moin. Hallo, Freunde. So, schnell. Komm hoch, Bruder. Nice. Sehr schön. Okay, was ist das? Was war das Rote hier? Konnte man doch auch irgendwie. Ach, Rüstung ist unbedingt. Ach, das ist Rüstung. Okay. Dann ist, denke ich mal, blau, ist, denke ich mal, Munition und das Rote hier ist Rüstung. Alles klar. Wo haben wir denn hier noch einen? Hier ist noch irgendwo. Da oben. Ich komm, Bruder, ich komm. Moin. I'm here to help you. Come on, geht ab. Sauber. Wir schaffen es nicht zum Kenotaph. Wir müssen es versuchen. Wir schaffen es nicht, gibt's nicht. Ich hab mich um alle drei Freelancer gekümmert. Und jetzt? Kämpf dich weiter zu deinem Team vor. Wie lang? Welche Richtung? Ich hab oben auf der Brücke einen Titan. Hör sie doch. Wir haben hier oben auch einen. Sie sind. Ich muss außen herumgehen. Wo lang fällt? Wow, 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 wow. Bin schon dabei! Wie nah bin ich, Faye? Hey, Adair, geh auf deine Linke! Die Hymne. Sie will mich aufnehmen. Mir zeigen. Faye, reiß dich zusammen. Was hast du vor uns? Oh, tut mir leid. Das ganze Team von Läufer 3 ist weg. Miller, fall zurück. Wir versuchen, sie zu flankieren. Team von Läufer 4 ist im Rückzug. Wenn sie durchkommen, die Mission scheint zum Scheitern verurteilt. Ach du Scheiße. Ich gebe mein Bestes. Ich schwör. Das ist alles nicht richtig. Alles ist aus. Komm zurück. Rückzug. Ich. Boah. Die Hymne der Schöpfung. Hey. Alter Schwede. Was für eine Action. Das sind die ersten paar Minuten, Mann. Grünschnabel, da bist du ja. Hey. Komm her. Hey, befiehlt den Rückzug. Wir schaffen das. Ich bin fast da. Team. Ja, ist nicht gut. Oh. Nicht gut. Nein. Er ist tot. Es tut mir leid. Dieses Ding wird erledigt. Los! Adair! Geh zurück zum Läufer. Die Mission ist vorbei. Ich schaffe das. Sieh dir das an, Faye. Wir müssen den Kenotaph einnehmen. Bitte, ich hab kaum noch die Kontrolle. Rückzug ist keine Option. Nicht jetzt. Wir haben den Wasser. Wir müssen hier raus. Nein, wir müssen weiter. Wir sind die Letzten. Denk an Miller und Adair. All die anderen. Sei kein Feigling. Ich bin kein Feigling. Nein? Du willst weiter voran, bis ich tot bin? Bis wir beide tot sind? Oh, shit. Hier raus, du Grünschnabel. Alter, diese Titanen. Alter, ich meine, wir haben ja diese VIP-Beta damals gespielt, ungefähr vor einem halben Monat im Stream. Und da war halt von all dem hier noch überhaupt nichts zu sehen. Da wurdest du halt voll reingeschmissen. Aber das mit der Titanen, mit den Titanen, mit der Story und so, ist, glaube ich, schon ganz cool. Also das mit den Titanen, die sehen ja echt mega nice aus. Das gefällt mir. Bis hierhin ziemlich cooler Eindruck. Beim Versuch, das Herz des Zorns einzudämmen, verloren wir mehr als nur Freelancer, Freunde und Kameraden. Wir verloren das Vertrauen der Menschen. Die Freelancer gingen fort, um sich woanders verdient zu machen.
Die wenigen, die blieben, kämpften, suchten neue Verbündete. Sie versuchten, Menschen zu helfen, für die Freelancer keine Helden mehr waren. Zwei Jahre nach den Ereignissen im Herz des Zorns. I. Bin bei den Koordinaten. Großer Auftritt, wie immer. Danke für das Kompliment. Oh, nur nicht so bescheiden. Ich kenne keinen besseren Freelancer als dich. Kein Wunder, kaum wer von uns übrig. Das will jetzt nicht weit weg von hier. Leichter Auftrag bisher. Leicht hält dich am Leben. Jeden Monat Sensoren zu überprüfen, würde ich nicht unbedingt Leben nennen. Ah, reicht für Sandwiches. Das ist nicht gerade das Motto der Freelancer. Naja, bis die Freelancer auf den Beinen sind, können wir bestens wunderschöne Aussicht genießen. Herumzufliegen ist sogar noch toller. Jetzt bin ich neidisch, weil ich hier im Forum hocken muss. Ist das schön? Das ist voll schön. Und fliegen! Juhu! Boah! Freunde der Nacht! Willkommen sind bei Jurassic Park! Enter mal, ich hatte okay, wir müssen die Sensordaten des Frühwarnsystems sammeln und da unten ein Relay aktivieren. Wow, okay, warte, wir müssen mal runter. Das ist das Relay. Es muss neu gestartet werden. Oh, ist das schön. Jetzt mal ohne Scheiß, bring hier noch die Jurassic World Mucke ran und Original. Schön. Oh, hier ist eine Kiste. Falscher Knopf. Speicher scheint intakt zu sein. Cool. Können wir vielleicht gebrauchen. Damit müsste das Frühwarnsystem wieder funktionieren. Okay, das war's. Jetzt musst du die Sensoren manuell überprüfen. Der erste ist ganz in der Nähe. Oh, hier ist eine Substanz. Im Dschungel findet man immer nützliches Zeug. Chimärische Komponente gefunden. Okay, cool, cool. Wo müssen wir denn hin? Da hinten müssen wir hin. Hui! Fly me to the moon. Ich gehe hier mal runter. Guck mal, hier können wir bestimmt auch mal so eine Substanz mitnehmen oder so, oder? Was ist das? Sieht aus wie Schlumpfkacke. Oh. Cool, was ist das? Oh, hey. Oh, eine chimärische Komponente. Oh, Klauninchen. Oh, wie süß. Das ist fast so wie Kaninchen, nur Klauninchen. Ich will mal ganz kurz gucken. Habe ich hier bei Video-Grafikeinstellung, habe ich da V-Sync aktiviert? Ah, okay, siehst du. Machen wir das gerade mal an. Das wäre schon nice. Achso, nee. Ich möchte das übernehmen. Hier, Änderung, übernehmen. So. Dann ist das nämlich... Ja, danke schön. Okay, jetzt ist es auch gleich viel flüssiger. So, wir müssen da runter. Ich gehe in die Schlucht. Wow. Ich muss sagen, es läuft halt echt flüssig. Also jetzt mit V-Sync. Das ist der erste Sensor. Du musst darauf zugreifen. Mit V-Sync sogar noch ein bisschen flüssiger. Aber es lief vorher schon extrem flüssig, aber mit V-Sync läuft das halt noch smoother, ne? Obwohl das halt echt so nice aussieht. Wir werden uns natürlich auch noch mit dem guten Erik connecten. Ob jetzt noch in dieser Folge oder in der nächsten, das weiß ich nicht. Das kommt auch mal, wie lange die Folge hier jetzt geht. Ansonsten machen wir die nächsten Folgen dann einfach ein bisschen länger, wenn wir uns jetzt diesmal nicht mehr connecten. Bleib in der Nähe, damit ich Gestalterenergie messen kann. Moment okay, mal. Das... Da bewegt sich was. Ja, das kennen wir aus der... Aus. Das kennen wir ja schon. Natürlich. Ja. Dann sind sie das nicht. Hatten vermutlich schon länger keinen frischen Freelancer mehr zwischen den Weißern. Tja, heute haben sie Pech. Sag das denen mal. Haltet durch, ich habe immer noch keine Daten. Das kennt man ja schon. Das hat man auch in der Beta schon gehabt, tatsächlich. Diese. Abgleich. Diese Mission, wo man halt eben in diesem Radius bleiben muss. Das kennen wir ja schon. Ist an sich ganz cool. Zack und fertig, die Nummer. Hey, warte mal, bleib mal hier. Hey.
Sie sind hier bleiben. Überwiegend? Das ist ein Frühwarnsystem. Wenn es etwas erfasst. Ja, keine Anzeichen für Gestalterenergie. Auf zum nächsten Sensor. Warte. Ich muss ja gerade mal kurz Mineralien abbauen. So ein Hobby von mir. Schön. Eine Legierung haben wir bekommen. Warte mal, hier ist noch mehr. Ich nehme das jetzt einfach mal mit, weil das ist ja jetzt das Hauptgame hier sozusagen. Also es ist keine Beta mehr. Das heißt, man kann jetzt alles, was man hier so findet, wahrscheinlich auch nutzen. Spinnennetze. Sind das die Viecher hier gewesen? Das ist echt nicht cool. Oh, vor dir ist ein Wasserfall, falls du deinen Anzug abkühlen willst. Wie geil. Ja, klar. Praktisch, wenn es mal brenzlig wird. Cool. Hui. So, da unten haben wir das nächste gute Stück. Du lehrst dich den nächsten Sensor. Überprüf das mal für mich, okay? Ja. Hey, Freunde. Hey, die sind ja echt geil. Voll die Erdmännchen. Nein, Siri, ich hab dich nicht gerufen. Was will die dauernd? Oh, shit. Warte, bis ich Messwerte habe. Immerhin keine Spur von Skorpedonen. Die sind heute aggressiv. Na, safe kommen die gleich noch. Irgendwas passiert hier gleich noch. Was ist hier los? Wieso hauen die Vögel alle ab? Ich arbeite dran. Ich habe Messwerte. Nicht gut. Mögliche Gestalterenergie entdeckt. Auf zum nächsten Sensor. Wir können das eingrenzen. Die Vögel hatten vielleicht die richtige Idee. Ja. Vielleicht wäre abhauen gar nicht mal so schlecht. Oh, guck mal, was ist denn das hier? Oh, Substanz. Ja, nehmen wir auch nochmal mit. Geerntete Materialien, dann wieder eine chemische Komponente. Okay, aber steht nicht dabei, was es ist, leider. Warum sind die Vögel gerade abgehauen? Ach, cool, da unten. Schön. Wo muss ich hin? Ach, da drüben. So. Good morning, everyone. Oh, wie schlimm könnte das hier werden? Du warst doch im Herz des Zorns, oder nicht? Keine gute Erinnerung. Siehst du die Ruinen? Man erzählt sich, dass ein Gestalterrelikt die Schwerkraft einen Tag lang umgekehrt hat. Aha. Naja, nicht solange ich Schicht habe. Was war das gerade für ein Geräusch? Irgendwie klang das nicht so geil. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefiel mir das gerade nicht so wirklich, das Geräusch. Plopp. Okay. Was ist da vorne gerade geflogen? Das war wieder so ein Flatterviech. Ich glaube, die sind jetzt nicht so schlimm. Der letzte Sensor ist in der Nähe. Von Wyvern heißt. Ich sehe sie, diese Feuerspucker. Wir brauchen immer noch eine Messung. Moin. Jo. Ciao. Auf euch habe ich jetzt gar keine Lust. Guck mal, wie schön das einfach aussieht. Ey, das ist... Oh, hier würde ich jetzt keinen Urlaub machen, einfach. Einfach hier sitzen, so am Stein oder so, weißt du, und dann immer schön... Ach, geil. Oder da vorne am Wasserfall einfach sitzen. Boah. Wäre schon cool. So, pass auf, wir machen mal kurz hier den... Let's go. Huch, let's go. Gib mir kurz Zeit für eine Messung. Aufgepasst, du hast noch mehr Wyvern am Hals. Oh. Haben auch echt alle miese Laune. Sind die denn? Das könnte hier gut gewesen sein. Schön. Boah, aua. Halt durch, ein bisschen Hitze hält dein Javelin aus. Kurz jedenfalls. Und dann? Das siehst du dann. Zack. Wie wieder auseinandergeplatzt ist. Bah. Bam, 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 bam. Moment. Ist halt die Brut von einem fiesen Gestalterdelikt. Die Welt ist ein verrückter Zoo. Die Gestalter hatten jede Menge Tricks auf Lager. Hast du aber auch. Nutze dein gesamtes Arsenal. Hartnäckig sind sie, das muss man ihnen lassen. Ärgert man einen Wyvern, stirbt einer von beiden. Oder wird gegrillt. Oder alle sterben. Juhu. Nice. Oh Mist. Was? Die Gestalterenergie liegt außerhalb der Skala. Irgendwo hier ist ein instabiles Relikt. Ein ganz übles. Ich habe eine ungefähre Position. Schon dabei. Guck ich mir an, das Ding. Okay, im Wasser oder was? Die wasserdichte Versiegelung hält. Soll ich noch mehr Freelancer rufen? Keine Zeit. Wir können nicht riskieren, dass es schlimmer wird. Hä, wie geil, das funktioniert ja auch unter Wasser. Wie cool ist das denn bitte?
einmal los. Gescheiter Ruin. Wir sind auf der richtigen Spur. Scheint, als müssten wir das mit Echos öffnen. Sowas hatte ich schon mal zu tun. Sieh dich nach schwebenden Lichtern um. Das sind die Echos. Schnapp sie dir und bring sie zur Tür. Dein Javelin kann 3 gleichzeitig tragen. Hä, was soll ich machen? Sind das hier schwebende Lichter? Ich habe keine Ahnung. Das ist es. Ein Fragment der Hymnenenergie ist auf Abwege geraten. Es funktioniert. Obwohl dir nur ein Arkanist sagen kann, warum. Du brauchst noch mehr Echos. Hä, verstehe ich nicht. Ist das, was wir gerade aufgesammelt haben, richtig gewesen? Ach. Okay, warte. Nein, dann aber hier. Ja. Allmählich hast du den Krieg raus. Du brauchst noch mehr. Okay, okay, okay. Uah. Zack. Ich hab eins. Das waren jetzt 3 von 5. Dann haben wir hier noch das eine. Noch eins gefunden. Und ein letztes haben wir noch irgendwo. Ach, da. Check it out. Das sollte ja reichen. We got it. Sehen wir mal, ob das die Tür öffnet. Dann mal ran an den Schinken. Oh, hopp. Für eine Gestalterruine beeindrucken. Wozu dient das hier? Um einen Berg aufzufalten? Ein Heer auszuheben? Irgendeine neue Monstrosität ins Leben zu rufen? Es muss einen Grund für all das hier geben. Das ist das Rätsel unserer Welt. Und dieses erwacht gerade. Ich empfange starke Energie von weiter drinnen. Ist nicht so gut, ne? Ist das hier Prey, Alter? Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst. Was machen wir hier gerade? Jemand anders hat es hierher geschafft. Anscheinend jedoch nicht wieder raus. Das ist nicht so beruhigend irgendwie. Hä, hey, what the fuck? Was ist das hier? Kein Schimmer. Sieht schmerzhaft aus. Diese Ruine gibt's in keinen Aufzeichnungen. Ich glaube, wir dürfen da nicht durchgehen. Au. Vorsicht! Wenn du zu viel davon kassierst, wirst du über... Okay, wo zum Teufel sind wir hier bitte? Ich versuche einen Neustart. Halt durch. Ciao. Oh, gut. Ist nur Wasser. Owen! Kontrolle wiederhergestellt. Du bist wieder im Spiel. Da oben ist das Relikt. Ganz schön groß. Du musst es eindämmen. Wo fange ich an? Einige Echos haben sich gelöst. Finde sie und bring sie wieder an ihren Platz. Natürlich. 6 Echos brauchen wir. Echos? Echos. Wir brauchen 6 Echos. Okay, wo sind die? Das muss ich jetzt mal anfangen zu suchen. Da oben ist eins, das sehe ich schon mal. Zack. Ich hab eins. Du weißt, wie es läuft. Du brauchst noch mehr. Da oben ist auch noch eins. Keine Zeit für eine Besichtigung. Such nach Echos. Zack. Was macht das Relikt? Kann ich nicht sagen. Aber die Energieansammlung wächst. Etwas bildet sich da drin. Und was genau? Alles ist möglich. Sieh dir die... Toyota! Hol weiter Echos ran und wir bringen die Energieblase zum Platzen. Wollen wir das überhaupt? So, ein bisschen abgekühlt. Sehr gut. Zack. Stell dir nur vor. Die Hymne wird hier drin nutzbar gemacht. Pure Schöpfung. Die Erschaffung von etwas völlig Neuem. Neu und gefährlich. Daran sind die Gestalter schuld. Es ist trotzdem umwerfend. Oh. Autsch. Okay, aber noch 2. Wir müssen gucken, dass wir halt immer gekühlt bleiben, wenn wir da hochfliegen. 2 Stück brauchen wir noch. Ich habe gesehen, da oben war noch irgendwo eins. Und da ist auch noch eins. Guck mal. Sehr gut.
Zack. So, nochmal hier. Stellen wir uns gerade mal hin. Müssen wir gerade mal kurz schauen, wo das andere hin ist. Da unten. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was gleich passieren wird. Das sieht irgendwie... Sieht das unheimlich aus. Warte mal, stopp, stopp, stopp. War das jetzt? Ah, wir haben zwei Stück. Ha. Ja, lul. Nice. Okay. Das letzte Echo. Du hast es geschafft. Das sollte es sein, denn. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Es ist auseinandergeflogen. Okay. Verdammt. Es geht los. Du hast Gesellschaft. Ja. Okay, ich bin eingefroren. Warum redet ihr? Ja, ich arbeite noch dran. Die Gestalterenergie steigt immer noch an. Das ist nur das Aufwärmprogramm für ein Kataklysm. Fühlt sich nicht nach Aufwärmprogramm an. Ich hab doch gesagt, es ist alles möglich. Aber du musst da durch, Partnerin. Sonst wird es noch viel schlimmer. Okay, halt durch. Ich hab vielleicht eine Idee. Alles gesichert, auch. Gut, ich glaube, wir können es noch aufhalten. Die Reliktfragmente, die rausgeflogen sind. Schnapp sie dir und setz sie wieder zusammen. Ah, zusätzlicher Spaßfaktor. Es ist noch mehr Gesellschaft unterwegs. Ich hab eins. Cool. Bring's jetzt rüber an seinen Platz. Wow. Jetzt die anderen. Mach so weiter und überlebst das Ganze. Höchstwahrscheinlich. Danke, Owen, danke. Du bist so gut zu uns. Okay, let's go. Andere Relikt holen. Zack. Owen, da drin knurrt irgendwas. Etwas Biologisches. Mehr kann ich nicht mit Sicherheit sagen. So. Owen, was passiert da drin? Das Etwas hat Zähne. Eine ganze Menge. Beeil dich! Toll. Danke für nichts. Blöde Kackrakete. Okay, schnell das andere Relikt holen hier. Zack. Hol's auf. Wie viele Zähne? Größe ist das wahre Problem. Das heißt? Groß. Beachtlich. Oh nein. Okay, das ist ein Titan. Okay. Ist aber kein Titan, oder? Das letzte. Dann los. Vorsicht, alles ist... Möglich, ich weiß. Ein Relikt soll mal einen Typen in Luft aufgelöst haben. Er ist spurlos verschwunden. Der hatte weniger Glück als der Freelancer, dessen Eingeweide umgeschüttet wurden. Das nennst du Glück? Für den war es wenigstens endgültig vorbei. Langsam nervt's. Wie immer. Unlösbare Rätsel, die nur für Gestalter Sinn machen. Nein, Eis blockiert hier alles. Rennt die Zeit davon, Dennis, ein. Versuche ich ja. Ihm hat das keiner gesagt. Ein Aussix. Es klappt nicht. Oh, leg dich ins Zeug. Holy shit. Wenigstens habe ich jetzt eine neue Geschichte. Damals, als ein riesiger Aussix aus einem Relikt kam und dich fast verschlungen hat. Ja, ein zeitloser Klassiker. Damit ist der Auftrag wohl erfüllt. Zurück nach Fort Tarsis. Das war gute Arbeit. So muss es laufen. Bin unterwegs. Anthem! Yo!